Hallo meine lieben Freunde und herzliches Willkommen zu einem neuen Video, nämlich wieder zu einem Case Opening, weil das ist ja das einzige, was ihr so guckt. Nein, Spaß. Ja, wie ihr seht, ich habe übrigens auch jetzt mittlerweile schon den 4. oder 5. D-Rank. Warte, was kommt danach? MGE, DMG, LE, ja, 4 D-Ranks habe ich jetzt bekommen. Aber auch schon wieder 3-4 Wochen her, weil dieses neue System einfach nur übel scheiße ist. Außerdem habe ich mal mit Basti zusammengezockt und deswegen ist das auch passiert. Hat, wenn du einen Silberspasten drin hast, so, dann geht alles kaputt. Also nur als Tipp, zockt niemals mit Basti. So, dann habe ich hier einmal vorbereitet, nämlich 10 Chroma Keys und 10 Falco Keys. Ich bin gespannt. Diesmal mal 50 Euro gewastet, hab ja sonst nichts zu tun und versuche jetzt mal mein Bestes. Und ich weiß, dass ich hab irgendwie das Gefühl, das wird aber immer ein Step-Track, oh mein Gott, oh mein Gott, irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie sowieso nichts wird, aber mal gucken. Ich hoffe, dass ich einmal in meinem Leben irgendwie mich freuen kann, Alter. Aber nein, das habe ich ja nie aufgenommen, wenn ich mich freuen konnte. Okay, das ist auch okay. Star Trek Battle Game ist absolut im Arsch, also das ist 0%. Die ist es. Die ist es vollkommen. Ja, wahrscheinlich P250 Valenze. Naja, im Endeffekt kann ich dir alle dem Kevin geben. Habe ich nämlich letztens nicht getan. Ja gut. Glock 18. Das geht ja noch. Bunsen Burner Star Trek. Das ist also... Junge. Richtig geil. Und weiter geht's. Ja, das neue Rank-System finde ich ehrlich gesagt, also es ist einfach nur scheiße. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, aber ich habe schon Ewigkeiten kein Competitive mehr gezockt. Sollte ich vielleicht mal wieder tun. Mich habe ich jetzt aufgemacht. Ich bin völlig verwirrt gerade. Ich glaube, ja. Ich habe sowieso komplett verzählt. Ich habe nämlich, glaube ich, irgendwie 10 Spiele gespielt. Davon irgendwie, ich glaube, 5 Stück gewonnen, 5 Stück verloren. Und ich habe immer nach jedem, oder 4 Stück verloren, 6 gewonnen, irgendwie so. Ich habe sogar noch mehr gezockt. Auf jeden Fall will ich darauf hinaus, dass ich trotzdem bei absolut jeder Niederlage bin ich gederankt worden. Und das ist einfach nur Bums asozial und scheiße und stinkt nach Fisch und Kochsalzlösung. Einfach nur Kacke ist aber echt. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich nicht irgendwann mal so Leute habe, die auf meinem Niveau spielen, so, also das ist jetzt kein hohes Niveau, aber ich habe halt keine Mates, die auf dem Niveau spielen, endlich mal etwas Vernünftiges. Und die ist Factory New, Alter, die ist stumpf Factory New. Okay, das bringt mir Glück, das bringt mir absolut Glück. Ich werde nie was Geiles sehen, also ehrlich, das ist einfach nur Waste Money of Doom. Ja, und ich hatte mir auch überlegt, mal ein bisschen Call of Duty aufzunehmen. Bisher habe ich noch so ein paar Probleme damit. Also allgemein mit allem, mit der Aufnahme, mit dem Aufnahmeprogramm dazu. Dazu dann sogar noch der Skill. Der fehlt mir einfach komplett. Also der ist nicht vorhanden. Der Skill fuckt richtig ab. Also da gibt es nichts zu holen. Vielleicht nochmal Marine Star Trek Victory New eventuell. Ich bin einfach der übelste Low. Ich dachte immer, ich wäre gut in Ego-Shootern oder so, aber selbst dabei bin ich einfach nur übel schlecht. Also, da geht gar nichts. Okay, meine letzten 10, glaube ich, waren es, oder 9. Ich habe bisher noch nichts. Da war die Hyper Beast. Oh, shit. Okay. Also, es wird natürlich wieder meine Lieblingswaffe, die P250 Valenum C. Ja, letzten 8 jetzt noch. Ich hoffe. Bitte, gib mir irgendwas Geiles, Junge. Ich muss ja dazu sagen, ich habe jetzt alle meine Waffen verkauft. Ich habe nämlich gedacht, so, ich höre ein bisschen mehr auf mit Counter-Strike und zock nicht mehr so auf Counter-Strike. Und dachte mir, verkaufe ich meine Skins, kaufe davon Games. Da kam zum Beispiel Black Ops raus, Black Ops 3 und
Ja, und die 50 Euro fürs Money wasten kam auch noch dazu. Schon wieder ein Pink Item voll dran vorbei. Und hatte dann auf einmal, ja, ich weiß nicht, wie viel die alle zusammen wert, ich glaube 250 Euro, ja, die habe ich schon wieder zur Hälfte gewastet. Hab jetzt auch nicht mehr so viel davon. Hab mir davon natürlich auch neue Skins gekauft, die einigermaßen okay aussehen. Und von daher ist mir eigentlich alles relativ egal. Mache ich auch noch ein Video von. Mein Loadout. Mein Pool Loadout oder so. Auf jeden Fall übel schlechtes Loadout. Kann ich ja nochmal zeigen hier. Komm schon bitte, ich will kein Knife, Facial Knife will ich gar nicht haben, aber ich möchte gerne eine ein Red Skin, irgendwie Stat Track. Ja, da ist ja wenigstens etwas. Tolle Wars. Die sieht auch, ja, fehltestet, bestimmt nicht fehltestet. Okay. Ene mene mu und raus bist du. Das ist die richtige. Das ist absolut die richtige. Das ist das Knife. immer wenn ich das sage, kommt diese behinderte Balance, Alter. So lächerlich, kommen die letzten zwei Keys. Ja, die brauche ich auch noch. Die ist, die war jetzt bitter nötig. Okay, Factory New sieht einigermaßen gut aus, ist mir scheißegal. Also so schnell kann man einfach mal wirklich 50 Euro einfach wegschmeißen, keinen Profit rausnehmen. Und ja, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Money Wasten. Bis dann. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar drunter. Geh runter, Junge. Schneller, geh runter, Mann. Du sollst runtergehen. Geh doch jetzt runter. Mann!